Partner Andreas Wegmann. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dem Spatenstich. Das ist ganz ein besonderer Tag. Einerseits, weil er ein besonderes Datum hat, das ist der Freitag, der 13. Und andererseits, weil der Herr Auer heute Geburtstag hat. Hallo! Das ist so ein Grund der Dinge, dass wir heute auch mit dem Abbruch von dem Haus anfangen und dass der Herr Auer den ersten Ding macht. Die erste Hand- oder Roboterarm reiten. Es ist, ich weiss gar nicht genau, wie ich das soll empfinden soll, weil es ist nämlich sein Elternhaus. Das ist mein Elternhaus. Und ich weiss auch nicht, wie das emotional ist bei Ihnen, was das bedeutet. Aber ich wünsche Ihnen für das Bauvorhaben von ganzem Herzen einfach, dass es gelingen möge, dass wir Kosten und Termine einhalten. Das wäre dann mein Job. Und dass die Pläne stimmen vom Architekt und vom Ingenieur und überhaupt. Und dass wir gutes Einvernehmen haben mit allen Nachbarn. Ich danke euch allen, dass ihr da sind. Und würde jetzt mal dem Herrn Geburtstagskind, einen Applaus. Bei der E-Mail dürft ihr dabei sein. Hallo. Besten Dank für euer Support. Da sind wir dann schon dabei, gell? Da sind wir dann schon dabei. Dann bist du sicher, mit einem HSB. Ich habe noch gesagt, kein Bier für dich. Nur Klöpfe machst du. Ich darf Ihnen noch einen Doktor vorstellen. Das ist der Herr Schmidt von Grimm und Schmidt. Das ist der Herr Auer, der Bauherr. Dann haben wir den Herrn Bachmann. Er ist der Und jetzt? Bist du Zellmeld? Ja, ja. Das ist Atem. Wir anderen können uns ja die Kiste hinschicken.
Das sind höhere Tritte. Jetzt kauft ihr denn so einen? Nein, darf ich Sie bitten, zu den Gläsern führen zu treten? Ja, wir kommen zu den Gläsern, gell?